Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alaskan Road Talkers. So, wir haben noch Winter. Genau, ich habe noch keinen neuen Truck gekauft. Das wollten wir in der heutigen Folge machen. Das machen wir jetzt auch. So, wir setzen uns an den PC. Und kaufen uns einen Stufe Klasse 2 Truck. So, mehr Details anzeigen. So, kostet 40.000. Die haben wir. Hat ein 14-Gang-Getriebe. Außer wir haben verschiedene Modelle, ne? Eagle One E kostet 45.000. Fast 300 Gallonen, hat 494 PS quasi. Der hat 200 Gallonen Treibstoffkapazität. Das ist aber auch so ziemlich der einzige Unterschied, ne? Interieur. Okay, umschauen kann ich mich anscheinend nicht. Was ist das nächste? Der P. Ach so, das ist... Hä? Eagle One P. Hat auch genauso viel PS. Was ist der Unterschied? Sehen für mich gleich aus. Vielleicht bin ich aber auch nur blind. Wird doch immer das gleiche Modell angezeigt, oder? Ah, okay. Der verbraucht halt sehr viel weniger, ne? Der P. Hm. 231, 292, 192. Ich glaube, ich nehme aber das Modell, den One E. Ich sehe, wie gesagt, immer noch keinen Unterschied. Kaufen wir. Ich brauche einen weiteren Parkplatz, um einen LKW kaufen zu können. Okay. Anforderungen. Ermöglicht den Bau einer LKW-Werkstatt im HQ. Parken. 2000. So, können wir bauen. Sehr gut. Entschuldigt die kleine Pause. Aber ich hatte mich gerade verschluckt. Entschuldigung. So. Da könnten wir für 12.500, hier könnt ihr für 10.000 eine Werkstatt kaufen. Wäre noch eine Idee und dann würde ich den günstigeren Truck nehmen, ne? Ich verfüge nicht über das Talent, okay. Somit dazu. Dann können wir den Truck kaufen, Klasse 2. Zeigst du mir ihn auch an? Jetzt. Mehr Details anzeigen. So, dann nehmen wir den mit 300 Gallonen. Und kaufen den für Bio First Truck. Jawohl.
Kann ich auch Leute einstellen? Das wäre noch so die Frage. Oder fahre ich jetzt alleine hier und fahre mit zwei Trucks rum? Oh, ich hoffe, ich kann in den einsteigen. Ich weiß nicht, ob das Problem inzwischen behoben ist. Wenn ich auf den Parkplatz fahre mit dem Truck, dann kann ich den nicht mehr nutzen. Deswegen lassen wir den da hinten stehen. Oh, sieht ja schon ganz schick aus, ne? Ich verwende gerade den anderen LKW. Muss ich die auf den Parkplatz stellen? Oder haben wir jetzt gleich das große Problem, dass keiner dabei, dass ich keinen der beiden fahren kann? Gucken wir mal. Ja, fahren wir besser rückwärts rein. So. Nicht das. Also wenn ich Pech habe, kann ich gleich überhaupt keinen der LKWs nutzen. Dann muss ich halt neu laden. So. So, kann ich den jetzt nutzen? Jetzt geht's. Sehr gut. Frage ist, habe ich mein ganzes Zeugs hier in den Containern? Sicherungen können wir reinpacken. Kühlmittel können wir reinpacken. Ah ja, sieht aus, als hätten wir das alles mit drüber genommen. Sehr gut. Ausruhen brauchen wir nicht. Wir sind noch ausgeruht. Dann würde ich sagen, Licht machen wir an. Armaturenbeleuchtung. Handbremse. Und wir brauchen einen Auftrag. So, da haben wir einen Shop. Nein. Da gibt es keinen Auftrag für uns. Wie sieht denn das hier aus? Müll, Auftragskategorie A. Das ist D, das ist A, das ist C. Wir haben nur A hier, ne? Oh, hier ist noch einer. Ups, ist auch A. Holzpaletten. Holzpaletten wären aber okay. Ist besser als Müll. Mal gucken, wie der sich so fährt. So, sind wir unterwegs in unserem ersten eigenen, nicht unserem ersten eigenen, ne? Unser ersten selbst gekauften Truck.
Das Navi ist hier noch genauso am Spinnen wie in dem anderen auch. So, hier haben wir jetzt 14 Gänge statt 8, ne, wenn ich mich nicht täusche. Man kann einfach... Ich weiß gar nicht, hatte der Vorfahrt? Ist hier rechts vor links? Nö, der hat auch nur 8 Gänge. Ich meine, ich hätte was von 14 gelesen. Aber höher schalten kann ich nicht. Ah, oder gelten die Splitgänge noch mit dazu? Das kann natürlich sein für die niedrigen Geschwindigkeiten. Oh, hier sind wir falsch. Kann ich hier rechts abbiegen? Nö, rechts abbiegen nicht, aber hier vorne rausfahren. Das ist auch okay. So, wo ist denn hier der Dude? Ich nehme an, dass da vorne sind die Holzpaletten. So. Wie kalt haben wir? Minus 2 Grad. Okay. Hey. So. Auftrag nehmen wir. Ah ja, genau, das sind die. Habe ich ja richtig vermutet. Ich will da in die Straße rein und dann rückwärts an den Auflieger ran. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Perfekt. So. Verriegelt. Anhängerstützen hoch. Hoch die Kiste. Und Leitungen verbinden. Ups. Ich wollte nicht in die Werkzeugkiste, so Verkabelung. So, haben wir. Ich muss mal noch was essen, ne? Hab ich was? Schmerzmittel, Sicherung, Kühlmittel, Batterien,
Ich habe gar nichts zu essen da, ne? Okay, dann müssen wir zur Tankstelle. Wo haben wir denn eine? Oder Supermarkt oder sowas. Motel. Ne, da will ich nicht hin. Aber hier ist ein Shop. Da will ich gerade dann hin. Dann shoppen wir mal. Hier fahren Autos drüber. Okay. Okay. So, wir müssen mal kurz shoppen gehen. Ich brauche was zu essen. Am hungry. C-Ration. Tiefkühler. Tiefkühlpizza. Und eine Instant-Suppe holen wir, glaube ich, auch noch. So, mehr geht nicht. Aufs Klo können wir nicht. So, das haben wir erledigt. Dann futtern wir gerade noch was. Eine Tiefkühlpizza. So. Tiefkühlpizza, heiße Pizza, sehr gut. Krump. Hab ich hier noch Platz drin? Nope. Hier glaube ich auch nicht. So, schlafen brauchen wir nicht, wir sind ausgeschlafen. Wir müssen jetzt nur wissen, wo wir hin müssen. Genau, Standardroute. Wir müssen gerade nach Fairbanks hoch. Okay, das ist ja noch. Das ist ja ganz akzeptabel. Gucken nicht, dass hier der KI-Dude langdüst. So. Ach, das. Wir folgen einfach der Hauptstraße, da brauchen wir nicht blinken. So, und damit beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr drüber freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.